Wenn du wissen willst, wie Skatar schon im Alter von 14 Jahren mit einem Dutzend Diskoschlägern aufnahm und welche Strategien er als Jugendlicher anwendete, um von weitaus älteren Leuten gefürchtet zu werden, dann solltest du dieses Video ansehen. Die Informationen in diesem Video entstammen seiner Autobiografie und werden dir präsentiert von Der Biograf. Als Jugendlicher verschlechterten sich Khatars Schulleistungen und er bekam immer mehr Stress zu Hause. Als Ventil für diesen Ärger nutzte er häufig Schlägereien. So auch an diesem Tag, als er als 14-Jähriger mit seinem Kumpel Shamsu unterwegs war. Die beiden hatten schon Vollwerte, seit sie 12 waren und kamen deshalb ohne Probleme in die Disco rein. Shamsu war gut drauf und kümmerte sich eher um die anwesenden Frauen, während Khatar mal wieder Stress zu Hause hatte und auf der Suche nach Ärger war. Er sah eine Gruppe von Männern auf der Tanzfläche und begab sich in deren Nähe. Einer von ihnen fing an, Khatar immer wieder anzurempeln. Er reagierte sofort. Ey, mach mal deine Augen auf, sonst gebe ich dir gleich eine Faust. Kaum hatte Khatar seinen Satz beendet, packten ihn zwei Männer von hinten. Es waren die Türsteher, die Khatar sofort rauswarfen. Toller Abend, dachte sich Khatar und wartete draußen auf seinen Kumpel Shamsu. Doch Shamsu kam nicht. Stattdessen kamen die 12 Männer von der Tanzfläche nach draußen und formierten sich für einen Angriff. Nachdem der letzte von ihnen rauskam, stieß Shamsu endlich dazu. Beide begaben sich in Kampfposition und schlugen sich mit den Diskotypen. Natürlich hatten sie keine Chance und wurden brutal verprügelt. Doch das war nicht schlimm, denn jeder in der Stadt wusste nun, dass sie bereit waren, es auch gegen 12 andere aufzunehmen. Ein paar Wochen später saß er im Unterricht und war wie immer geistig abwesend. Plötzlich riss ein Lehrer die Klassenzimmertür auf und rief hinein: Khatar, kommst du bitte mal schnell mit? Er dachte, er bekäme mal wieder Ärger für irgendetwas, was er angestellt hatte, doch heute nicht. Der Lehrer sagte: Draußen sind zwei Schüler von einer anderen Schule, die gerade einen unserer Schüler verprügeln. Kannst du bitte was unternehmen? Khatar ging nach draußen und sah drei lächerliche, sich raufende Knirpse. Er brüllte: Jungs, verpisst euch! Die Jungs erkannten ihn und liefen sofort davon. Niemand wollte sich mit ihm anlegen seit der Diskoschlägerei und sogar die Lehrer wussten sich dies zunutze zu machen. Das war eine Anekdote aus der Biografie von Khatar. Wenn du wissen willst, wie aus Khatar schon als Jugendlicher einer der größten Drogendealer Westdeutschlands wurde und wie ihn ein nicht bös gemeinter Streich von einem guten Freund fast auffliegen ließ, solltest du unbedingt seine unglaubliche Biografie lesen. Ein Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Wenn du wissen willst, was bei dem bekannten Goldraub Khatars wirklich passiert ist und was der entscheidende Fehler war, der Khatar seine Freiheit kostete, solltest du unbedingt das hier verlinkte Video anschauen. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.